Der Montag ist schon wieder vorbei. Es sind nur noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag. Samstag ist es soweit. Und auch meine spannende Sache, mein Experiment, meine größere Spendenaktion anzugehen, ist unglaublich gut dabei. Gestartet, so nach dem ersten Tag waren wir hier. Das war schon mega gut, 1353. Dann waren wir hier, 1700 und noch etwas. Und heute, und das finde ich unglaublich, ich habe gerade zusammengezählt, mit allem, was weggegangen ist, 3218 Euro. Und Samstag ist ja erstmal ein Geburtstag. Echt, das ist schon eigentlich das größte Geschenk, wenn man für andere was tun kann. Und das in der Größenordnung, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und was mir dabei erstmal klar geworden ist, was ich auch toll finde, auch von euch ganz toll finde, ist, dass diese Social-Media-Welt, dass YouTube, der Kanal, wo die Zugriffe ja auch deutlich steigen, Instagram, Facebook, auch einen super positiven Effekt haben kann. Gerade wenn man das nutzt, um eben nicht nur für sich was zu tun, sondern auch zu sagen, ich möchte was zurückgeben. Und das macht es wirklich auch für mich sympathisch. Klasse, das ist die tolle Erfahrung dabei. Manchmal habe ich auch spannende Kommentare, aber wie gesagt, die lösche ich dann raus. Das ist in der Regel ja kommt nichts Fundiertes dann dabei rum, sondern einfach nur so eine pauschale Aussage. Dann habe ich heute fünf Fittings gehabt. Das ist natürlich, reicht jetzt auch. Aber es war auch alles spannend. Ich mache es ja wirklich gerne. Und bis auf eine Person waren alles schon Golfer, die schon mal hier waren. Klasse, gerne. Also ich finde das toll. Ich bin auch heute im zweiten Fitting war auch jemand da. Ich glaube schon seit den allerersten Zeiten, schon über 13 Jahre, schätze ich mal, sehen wir uns immer wieder für die Dinge. Der Golfer hat inzwischen eine 8 vorne. Beim Alter ist über 80. Und langsam ist klar, dann fängt es irgendwann an, dass die Schwunggeschwindigkeit sinkt, dass die Kräfte ein Stück nachlassen, Bewegungsumfang. Aber er lebt und liebt Golfer und ich finde das auch wirklich super toll. Und wir hatten vorher einen Ping G410 mit einem alten Distanz, mit einem sehr leichten Schaft schon. Loft reicht 12 Grad, 11,5 Grad hatten wir vorher drin, 10,5 auf 1 hochgeschraubt drin. Und wir haben heute nochmal alles durchprobiert. Also die Leichtgewichtsköpfe, gibt es ja ein paar Sexio. Wir haben den Ping G430, ich muss mich noch umgewöhnen, G430 HL. HL heißt High Launch. Und oh, ich hole den. Also bei Ping gibt es jetzt die sogenannten High-Launch-Versionen und die High-Launch-Versionen sind, jetzt geht die Heizung an, die darf ich jetzt auch noch ausmachen. Oh, jetzt schon besser, die Heizung ist aus, muss jetzt ja auch nicht mehr laufen, das kann jetzt ein bisschen runterkühlen über Nacht, können wir ein bisschen Gas sparen. Die HL-Version erkennt man hinten an diesen Aluminium statt den Wolfram-Thema. Und ich werde immer wieder gefragt, ach, das sind doch extra Versionen, ähnliche Dinge. Nein, das sind absolut dieselben Köpfe, auch bei den Eisen und bei den anderen. Die unterscheiden sich nur in der Gewichtskonfiguration und das ist nur bei diesen Köpfen die alter Quick sehr leichten 35, 45 Gramm Schäfte gibt in einem quasi A-Flex. Das ist es auch schon, aber sauber und gut gemacht. Dann haben wir noch ein, zwei andere probiert und schließlich sind wir gelandet bei einem Crankgolf und zwar dem Doppel-X. Das ist der konstruiert ist für bis 75 Meilen Schwunggeschwindigkeit. Schlagfläche hat einen höheren, wir sagen immer Trampolineffekt umgangssprachlich und 10,5 plus steht hier drauf, 12 Grad sind es dann, klingt aber schöner. Und das war für mich auch der erste Test mit, wenn ich langsam schwinge, ist es immer noch ein bisschen anders, als wenn jemand wirklich in einem Schwunggeschwindigkeitsbereich bis 75 Meilen ist. Und wir haben 5 bis 6 Meilen mehr Ballgeschwindigkeit rausbekommen bei derselben Schwunggeschwindigkeit. Das Interessante ist, dass bei dem anderen Driver der sogenannte Smash-Faktor nicht ganz so hoch war und bei dem Crankgolf er wieder Richtung 1,48
ging. Also in dem Bereich, der eigentlich auch das Maximale darstellt, aber der ist eben dafür konstruiert, das bei den langsamen Geschwindigkeiten zu machen. Wir haben einen TPT 20 High, einen weichen A-Flex-Schaft, leicht reingebackt, funktioniert er am besten. Jetzt werden wir das soweit alles für ihn abwickeln und dann gibt es wieder mehr Spaß auf der Runde. Er sagte, Martin, das bringt mir wieder ein, zwei Jahre im Alter locker wieder zurück. Ja, wenn man sich das kaufen kann fürs Golf, ist doch wirklich toll. Und genau dafür ist Golf da. Es soll einfach mehr Freude machen. Das ist eigentlich der große Punkt. Ja, und dann habe ich noch was. Und zwar, ich verkaufe meinen Trackman 4. Wenn also jemand Interesse hat, die werden ja nach wie vor eben sehr hoch gehandelt, auch im Preis. Gott sei Dank, man hat nicht so viel Wertverlust. Der Trackman 4 ist das aktuelle Version und die Version, die ich habe, ist auch mit der kompletten Indoor-Outdoor-Lizenz, also nicht nur Indoor, entsprechend da. Warum mache ich das? Ich nutze Indoor als Referenzgerät eigentlich hauptsächlich für meine Fittings für die Daten, den GC Quad. Reicht für mich völlig aus. In Anführungszeichen ist ja auch da die Referenz. Ich habe es gerade wieder gesehen. Der Trackman ist ein super Gerät, Outdoor sowieso, und hat ja diese ganze Softwareumgebung mit Simulator, mit x, weiß nicht wie viel, 100 Plätzen, Putt-Analyse und auch die ganze Softwareinfrastruktur ist super. Nur ich nutze es ja gar nicht so. Ich nutze es ja wirklich nur noch als, ich nutze es als Zweitgerät für das Fitting. Ich habe es gesehen, Martin Bockmeier war da und auch wenn ich schnelle Drives mache, was der auch mit den RCT-Bällen, das sind ja, habe ich ja neulich aufgeschnitten, diese mit diesen Radardingern drauf, kriegt er zumindest den Spin inzwischen Indoor gut hin. Der Rest der Daten sowieso, aber den Spin. Aber die Spin-Achse, also ob die Kurve gerade bei Treffern, die an der Spitze sind, dann haben wir einen sogenannten Gear-Effekt, geht rein und geht hier nach und macht oft eine Kurve wieder zurück. Von rechts nach links kriegt er wieder Spin. Da habe ich oft komplett gegensätzliche Ergebnisse. 25 rechts, anstatt dass er die Kurve nach links macht. Also nehme ich ja den GC Quad, der das auch Indoor, dass er seine Stärke sauber misst. Was ich dann mache, ich habe mir noch ein anderes Radargerät, ich nenne es mal als kleines Backup-Gerät, den Full Swing Kit bestellt. Der, weiß nicht, vielleicht ist er in zwei Wochen da und dann geht der Trackman weg. Also wer Interesse hat, mein Trackman ist dann zu verkaufen, wenn das andere Gerät da ist. Ist schon geordert, ist schon bezahlt. Und gerne, wer mag, kann ihn nehmen. Einfach mit mir in Verbindung setzen. Das war's. Heute ist mal ein bisschen kürzer. Montag, morgen habe ich wieder den normalen Tag mit nachmittags ein bisschen mehr Luft. Dann kann ich ein bisschen mehr erzählen. Und dann wünsche ich euch, wie immer, einen schönen Abend und bis morgen.